Ruf nach Nibelheim. Okay, was ist hier? Dort liegt die Wahrheit verborgen. Wir sind der Antwort ganz nah. Das ist eigentlich ganz cool, was jetzt so langsam passiert. Klaus, warte. Wohin gehst du hin? Der Reaktor. Zum Reaktor, zum Makro-Reaktor von vor 5 Jahren. Ich dachte, es wären 7 gewesen. Das weiß Cloud natürlich nicht. So richtig. Ja, Zack. Ich meine, ein Typ. Der Name ist noch nicht gefallen. Hey, da ist Cloud. Zack, du kannst dich erinnern. Der lässt tiefer einfach da liegen. Richtig, Zack kam mit Sephiroth nach Nibelheim. Was tut denn Cloud? Cloud, hast du alles gesehen? Ich habe alles gesehen. Ah, wer bist du? Mama, Tifa, meine Stadt, gib sie mir wieder. Also so viel Respekt vor dir, ich habe dich bewundert. Laut. Es geschah so. Was da? Hast mich beobachtet? Ja, ich weiß. Du hast es also. Hey Cloud, warum nimmst du nicht die Maske ab? Ja. Ja, das bin ich. Ich habe es nie geschafft, Soldier zu werden. Ich habe sogar meine Heimatstadt verlassen und jedem erzählt, ich würde Mitglied werden, aber ich schäme mich so, ich wollte keinen sehen. Er holt ja schnell seinen Helm. Weil er tiefer gesehen hat. Wie fühlst du dich? Bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, nicht wahr? Ich bin... Du hast dein Versprechen gehalten. Du kamst, du hast dein Versprechen gehalten. Du bist also wirklich gekommen, als ich in der Klemme steckte. Tut mir leid, ich konnte nicht schneller kommen. Das ist okay, Cloud. Üppig. Er hat den Kopf von Genova, aus welchem Grund auch immer, warum er nur den Kopf da mitgenommen hat. Gott,
Töte Sephiroth. Sephiroth! Nicht zu weit. Unmöglich. Das war mega cool. Er hat das Schwert aus sich rausgezogen, hat das Schwert mit Sephiroth und den Kopf von Genova einfach in das Marco-Becken da unten geworfen. Cloud. Ist das jetzt der Abschied, Tifa? Ich muss einmal wieder treffen. Nee? Jetzt da oben. Ja, da. Sieht er aus, als wäre er vor der Kamera gewesen und nicht ein Riesencloud, aber das kann man auch so schlecht erkennen. Alles gut? Cloud! Tifa? Ah, Cloud, du bist es wirklich, oder? Ja, Tifa, nun treffen wir uns endlich wieder. Du Dummkopf, wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Cloud, ist alles in Ordnung? Stimme ihre. Verstehe, wir befinden uns im Lebensstrom, nicht wahr? Alle warten. Lass uns zurückgehen, Cloud. Zurück zu den anderen. Ich glaube schon, komm, Tifa, lass uns zurückkehren. Ja, es geht ja auch so einfach. Keine Ahnung, wie wir das machen. Alles klar, Tifa. Rabbit, du bist also zurück, ich. Cloud, wo ist er? Mach dir um ihn keine Sorgen, er ist ein harter Bursche. Rabbit, als ich am Lebensstrom war, habe ich den richtigen Cloud gesehen. Ich meine, ich habe ihn nicht wirklich gefunden, Cloud hat sich selbst gefunden. Ah, verstehe, ich hätte nicht daran zweifeln dürfen. Ich bin aber echt baff, du bist ein besonderes Mädel. Menschen verbergen so viele Dinge in ihrem Herzen. Und wie viele Dinge sie vergessen können. Komisch, nicht wahr? Tifa, bist du okay? Tifa? Leute, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag nix, Cloud, du hast dich die ganze Zeit nur entschuldigt. Ich war nie Soldier. Ich habe das alles nur erfunden, was mir vor 5 Jahren passiert ist, als ich Soldier war. Ich habe mein Dorf auf der Suche nach Ruhm verlassen oder war nicht Soldier, als Soldier genommen. Ich habe mich geschämt, so schwach zu sein. Und hörte ich die Geschichte von meinem Freund Zack. Und ich erfand ein Trugbild von mir, das daraus bestand, was ich in meinem Leben gesehen hatte. Ich spielte die Charade weiter, als ob sie wahr sei.
Trugbild, ziemlich starke für ein Trugbild, würde ich sagen. Dazu muss man sagen, das kommt eher so rüber, als ob Cloud die ganze Zeit das mit Absicht gemacht hätte. Aber in seinem Kopf war so ein bisschen alles kaputt, weshalb er das sich das selbst eingeredet hat, dass es halt so ist und nicht, dass er das eher mit Absicht so getan hätte, als wäre Ex-Soldier erster Klasse und so ein Scheiß. Hab den Körperbau von einem der Soldier war. Mojos Plan, Sephiroth zu klonen, war nicht so schwierig. Es war der gleiche Verfahren, wie das sie verwenden, um Soldier anzufertigen. Versteht ihr? Die Soldier wären nicht nur der Marco ausgesetzt. Den Körper wären wirklich Genova-Zellen injiziert. Egal wie, nur die Starken wären als Soldier genommen. Das hat nichts mit der Genova-Vereinigung zu tun. Aber schwache Menschen wie ich gehen bei der ganzen Sache unter. Ich bin der Kombination von Genova-Zellen, Sephiroth starken Willen und meiner eigenen Schwäche. Jeder weiß, dass ich bin Cloud. Ja, meine eigene Traumwelt. Aber ich kann nicht mehr länger in einer Traum gefangen leben. Ich werde mein Leben ohne Lügen leben. Du bist echt verkorkst, Cloud. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zu vorher. Übrigens, Cloud, was wirst du tun? Sag bloß, du wirst das Schiff verlassen. Ich bin der Grund, warum der Meteor auf uns fällt. Warum muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Ding zu bekämpfen? Gut, dann kämpfst du also weiter, um den Planeten zu retten. Es ist so, wie du immer gesagt hast, Barrett. Oha, du meinst das ernst? Ich versteh's nicht. Du kannst aus dem Zug nicht aussteigen. Du kannst nicht abschrecken, du kannst nicht zurück. Und Cloud ist zurück. Wunderherrlich. Dann geben wir ihm Materie. Und erstmal gucken, ob wir irgendein besseren Equip für ihn haben. Nicht wirklich. Was hattest du? Du hattest das Schmuckband. Übrigens, warum Cloud Sephiroth die schwarze Materie gegeben hat, das wurde hier nicht so ganz erklärt. War, wie gesagt, Cloud hat die Zellen von Genova in sich und Genova hat ihn damit kontrolliert. Damit, also Genova bzw. Sephiroth, beide so ein bisschen, haben die Sephiroth-Klone kontrolliert und Cloud hat ja auch die Zellen von Sephiroth und die von Sephiroth und von Genova. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, er hat die Zellen von Genova. Und deswegen wurde er kontrolliert und hat ihm die Schwarzmaterie gegeben. Erstmal alle. Alle. Nochmal alle. Dann Genesung. Okay, oder erst Gewitter. Weil Gewitter benutze ich ja so selten. Deswegen bin ich auch überlegen, es rauszunehmen. Wo ist denn die Genesung? Ja, da hier. Dann, Armut, Odin, eine Phönix nochmal schnell mit, Ultima, weißt du was, wo ist Ultima, machen wir Ultima und dann P-Turbo und dann noch die Feintechnik, dann ist irgendwas, was fehlt, der Wiederbelebung, ja, ist ein bisschen doof. Irgendwas, was ich noch weglassen kann. Theoretisch könnte ich Gewitter wegmachen, ne? Obwohl, jetzt habe ich Blitz 3 mittlerweile. Aber ich habe auch Trine und Trine haut, glaube ich, mehr rein als Blitz 3. Habe ich noch irgendwelche Materie? Die anderen irgendwie noch Slots, apropos die anderen. Oh, Cloud. Was? Ich glaube, ich muss erst mit den
Der weiß das gar nicht, was da los ist. Cloud, deine Geschichte hat mich tief bewegt. Also ich bin nicht eine schwache Person, daher verstehe ich deine Gefühle, Cloud. Keiner weiß, wann der Kampf beginnt. Wir sollten bereit sein. Dann Barrett. Und den toten Rafferty. Mal Cloud. Wir sind auf der Suche nach der großen Materie, ja? Weißt du, das kommt überraschend, aber das ist ein Unterwasserreaktor in Junon. Weil ich sehe, ist nur dieser übrig. Irgendwie also los. Würde aber erst gerne nochmal speichern und vor allem Red 13 heilen wollen. Ja, gute Arbeit. Speichern? Nein. Erstmal HP und MP wiederherstellen. Gute Arbeit. Speichern. Guck mal, ob jemand anders die Wiederbelebung benutzen kann. So materiemäßig, ob irgendeiner was ablehnen kann. Dann Ifrit alle, Genesung. Störung, Bestoßen, Überarmut, Barriere. Und Zauberbarriere ist wunderherrlich. Den muss ich auch mal. Falls die waren an den, gebe ich die Wiederbelebung. Ich glaube, die nehme ich erstmal raus, also Gewitter nehme ich erstmal raus und tue da Wiederbelebung rein. Wollen wir damit wir auch Leben 2 leeren. Zufi hier? Ja, die ist hier. Oh, wirklich? Woher wusstest du das? Wusstest du das denn? Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, wenn du ja auch Schiffe oder bei Fahrten übel wird. Also bitte lass mich in Ruhe. Kannst du nachvollziehen, Yuffie, wenn mir beim Fliegen übel wird, ist es echt mörderisch. Also ich dachte, ein Soldier zu sein, hatte ich diese Probleme vergessen. Oh. Gibt's denn eine Möglichkeit, es zu verhindern? Ich habe viel nachgeforscht. Wenn du oft nervös bist, wird dir nicht übel. Aber man kann ja nicht immer nervös sein. Wenn du viel Platz hast, ist es am besten, während der Fahrt herumzulaufen. Manchmal hilft es auch, sich zu stärken. Beim Militär verbrachte ich mir viel Zeit im Lastwagen. Das war ätzend. Und noch etwas, was man während der Fahrt nie tun sollte. Lesen. Oder Videospiele spielen. Weil dann kriegt man Motion Sickness. Oder einen Film gucken oder so. Irgendwas, was halt du bewegst dich mit dem Auto. Aber wenn du auf was Starres guckst, wie ein Buch oder ein Bildschirm oder so, dann wird dir schlecht von. Wenn dir schlecht wird, gibt es nichts, was du tun kannst. Es ist wirklich schade. Ruhig zu wissen, dass es dir genauso gut geht. Ich fühle mich trotzdem... Okay. Dann rede ich mal mit den anderen. Kate Sith. Es kommt etwas lustig. Wir sollten ja nicht versuchen, nach Junon zu kommen. Ah, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich bin mitten in einem komplizierten Manöver. Hey! Einer Welt voller Träume entfliehen. Ich frage mich, welche besser ist. Ich freue mich, dass du wieder bei uns bist. Also los, Cloud, keine Ausreden. Auf nach Junon, Junge. Geben wir unser Bestes, Cloud. Ich weiß, wie schwer es ist, Anführer zu sein, denn ich war selber einer. Ich vergesse immer, wer welche Materie hat. Azubi-Pilot Level 8, bist du los? Ja. Wo fliegen wir hin? Ich meine, ich muss nach Junon. Kann ich ja eigentlich... hier in das Loch rein? Oh! Hier sind ja noch ein paar Menschen.
Oh, das ist Midel. Wie du sehen kannst, war dies eine ruhige Stadt mit natürlichen heißen Quellen. Es ist alles weg, weil irgendwie bin ich froh, dass alles sauber ist. So ist es einfach besser. Okay. Hund? Fühlst du dich nun besser? Das ist wirklich erfreulich. Du sollst dich nicht noch einmal so übernehmen, hörst du? Weiß der Lebensstrom nicht ein seltsames Ding? Wenn ich sterbe, werde ich dann wohl in der Mitte eines warmen und sanften Stroms wie diesen fortgespült. Bin ich hier hoch? Nö. Oh, na klasse, jetzt muss ich mir einen neuen Job suchen. Ich werde meinen Ausweis aber als Superverkäufer zu meiner Haupttätigkeit machen. Wenn ihr gerade mal hier seid, warum kauft ihr nicht etwas Schönes, hm? Davon gefällt mir nichts. Herzlichen Dank, kommt mal wieder. Vorbei. Hast du mal meinen Mann gesehen? Er ist während des großen Erdbebens verschwunden und ich habe ihn seither nicht wiedergesehen. Ich dachte, er sei in dem Laden. Glaubst du, er ist durch die Tür gegangen und in ein anderes Land auf der anderen Seite gezogen? Das ist alles nur ein Traum. Nichts dergleichen könnte jemals wirklich passieren. Hä? Okay. Guten Tag, genau was du jetzt brauchst. Laden in die Ruhe und Erholung findest. Was möchtest du? Hitze, Kälte, Gewitter, Genesung. Okay, brauchst nicht. Danke, wir haben nicht viele Waren, aber schau doch mal wieder vorbei. Hier, du. Was verkaufst du denn? Komm, Bares sehen wir immer gerne, womit kein Spielfluss sein. Leid, wir haben nicht mehr viel übrig, aber sei es drum, ist das nun mal hier. Wenn du andere Objekte suchst, warum siehst du dich nicht in einen anderen Laden um? Ja, hier ist alles so ein bisschen, ich finde es irgendwie komisch, dass noch diese fröhliche Musik hier läuft. Ah, da kann ich rüberhüpfen. Wie komme ich hier hoch? Ah, die Ärzte und der Arzt und die Krankenschwester haben überlebt. Hey, rein, endlich ist der Tag gekommen, das ist der ideale Tag zum Einkaufen. Die Objekte und Waffen haben, das möchte ich wohl meinen, und hier ist sogar ein Schnäppchen. Was sagst du, zu 50% auf alle Waren? Nur ein Scherz, nicht einmal ich würde so etwas tun. Womit kann ich dienen? Ich möchte mir die Waren ansehen, ich möchte mir ein paar Waffen sehen, ich möchte mir ein paar Materialien ansehen, ich möchte hier raus. Das Ding ist, die hat ja alles eingekauft, deswegen hat sie ja auch alle Waffen. Ich kaufe mal das Kristallschwert. Ja, aber es ist eigentlich ziemlich egal. Winchester. Okay. Danke und auf Wiedersehen. Nee. Will. Hey, herein, endlich ist der Tag gekommen. Das ist der ideale Tag zum Einkaufen. Ich möchte mir die Waren ansehen. Da brauche ich nichts von. Ich schaue mal die Materie an. Verwandlung, Schwerkraftverschwörung. Die extra HP und MP, die wären so nice, aber ich habe nicht genug Materia-Slots. Hallo? Du? Wie hast du dich von der Marco-Vergiftung erholt? Das ist fast ausgeschlossen. Ich freue mich wirklich für dich. Anscheinend sind die Wünsche deiner Freundin in Erfüllung gegangen. Und du kannst selbst sehen, wie die Dinge stehen, aber wenigstens wurde niemand ernsthaft verletzt. Wir sind jetzt nur sehr unglücklich. Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber kennst du das Mädchen, das sich die ganze Zeit um dich gekümmert hat? Wenn du krank warst, sei gut zu ihr. Wenn nicht, wirst du es bereuen, glaube mir. Nun, was soll's? Ihr seht alle fürchterlich aus. Warum macht ihr nicht ein Päuschen? Okay. So fürchterlich sehen wir gar nicht aus, aber egal. Wir haben nicht gekämpft, so wirklich, aber egal. Nun irre, nun mach's gut. Na, ich hab gehofft, dass ich hier raus kann. Ach scheiße, ich muss den komischen Weg wieder gehen. Das ist hier ein sehr komischer Ort, dass die Leute hier noch rumlungern und ich sich einfach verpinkeln. Was ich natürlich tun würde, wenn hier alles voller Marco-Suppe wäre. X muss sofort wegen. Junon ist hier so um die Ecke.
So. Da. Da kommen wir auch, glaube ich, nur noch mit dem Schiff hin, ne? Wo geht dieser Fluss denn eigentlich hin? Okay. Und da kommt er wahrscheinlich wieder. Nee. Ich dachte, da kommt er wieder raus, aber nicht. Hi, Midgar! Tschüss, Midgar! Wir müssen zu Junon. Junon. Bis hier. Wir landen mal und speichern, weil ich möchte gerne aufhören. Zwar nicht so lange wie gestern oder vorgestern aufgenommen, aber oder vorgestern habe ich auch nicht so lange aufgenommen. Aber 2 Stunden sind auch supi. Ich war jetzt verwirrt, weil beide Level 40 sind, aber ich habe vergessen, das zu sehen, dass da beziehungsweise ich habe es übersehen, dass auf den Speicherstand Cloud ist und auf den Speicherstand Cid. Und Cid hatte zwar im späteren Verlauf des Spiels trotzdem ein niedrigeres Leben als Cloud. Ja, dann tun wir hier überspeichern, ein Safety Safe machen und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.